Moin, moin, bei Senior Lini. Sonntagsmorgens bzw. sonntagsmittags immer wieder ein bisschen kreativ sein, wo andere ihre Bäuche reiben. Ich habe vorhin was ein bisschen gecheckt. Ich habe mir ein Loop gemacht, den habe ich innerhalb von einer Stunde hingekriegt. Der sieht so aus. Und der hört sich so an. Da habe ich aber falsch gespielt, das hört ja schon. Aber so im Großen und Ganzen hört sich das ganz gut an. Ne? Da habe ich hier mit dem Handy und Sonic habe ich hier Akkorde gespielt, beziehungsweise mit der Hand geschrieben, hier so editiert. Ne? Den Bass hier, den habe ich auch gespielt, aber hier drüber. Ja, ich habe Bass gespielt hier. Ist auch nicht schön geworden, aber hat funktioniert, ja. Den kann man aber auch editieren, wenn ich das will. Und da will ich jetzt mal so ans Eingemachte gehen. Also das kann man hier alles so erstmal lassen. Also ich höre euch mal rein hier. Ich mache das mal alles aus. Außer das Schlagzeug. Dazu habe ich gespielt. Nur die Akkorde, ne? Aber geschrieben. Also hier reingezogen. Kann man ja auch mal Akkorde schreiben, ne? Und wenn man da jetzt den Bass sich anhört. Weil wenn man das jetzt hier so spielt, ich mache mal was anderes. Das ist jetzt erstmal so nicht das, was ich will. Ich werde mal ganz kurz was hat er denn gemacht? Ich muss das mal einmal ganz kurz aufladen, nicht speichern. So, mache ich das Ding nochmal auf. Da ist irgendwas fehlgelaufen jetzt. Na, also wie gesagt, ich will jetzt ein neues Projekt erstellen. Aber ich will nicht nur immer alles spielen, sondern auch editieren, sondern schreiben. Man kann ja auch Noten in Cubase, beziehungsweise in so einer DAW kann man die auch schreiben. Ne? So, das war hier, was ich heute Morgen gestellt habe. Test-Sound. Ne? So, das sind ja drei Spuren gewesen. Eins, zwei, drei. Ne? Da haben wir jetzt festgestellt, haha, der Bass, der passt hier so nicht richtig. Ne, da kann man mal kurz mal so probieren. Also, das laufen lassen. Und den Retrolog, den ich hier habe, ja, den nehme ich dann zum Spielen. Kann das ja hier wieder über Computer steuern, also MIDI. Ne? Das heißt also im Retrolog, das ist der hier, Master String nennen die sich. Und wenn ich jetzt mal da draufklicke und gucke mal nach.
Synthesizer, nee, nach Shadow Section, Section. Atronop, Bass, wo waren wir am Bass? Drums, Bass. Bass, da haben wir einen Bass. Der hatte nicht so gut an. Ich will mal jetzt den Bass nochmal hier machen. Ja. Warte mal. Synthesizer, was haben wir den? Radio Bass. Kann man denn da so alles so schönes? Komplex Cross Bass. Was hatte ich denn eigentlich da gehabt? Da hatte ich da auch einen gehabt. Ich muss mal gucken, was ich hier für einen Bass überhaupt genommen habe. Da kann ich den noch übernehmen. Den Retrolog mal rausholen. Was habe ich da gehabt? Ach, Bigfoot. Der hat sich richtig gut an hier. Der Bass da ist, der ist doch cool. Ne? Bigfoot. Wo finde ich den? Big Moon? Ach, Retro-Leck-Leck-Leck-Leck-Leck. Da ist finde ich den. Okay, dann mache ich das nochmal raus hier das Ding und gucke nochmal hier in Labri. Retro-Leck-Leck-Leck-Leck-Leck-Leck-Leck. Und da ist hier dieser Bigfoot drin. Der hört sich ganz gut an. Beim B muss ich gucken. Bigfoot, da ist er. Da ein cooler Bass. Jetzt kann ich den nochmal hier spielen, ja im Grunde. Also das, was ich jetzt hier oben gespielt habe, das kann ich jetzt auch nochmal hier machen, wie ich das gemacht habe. Ja, das ist der Bass drauf hier. Ne? Mal raus. Ja, der hier. Und jetzt spiele ich das einfach mal so. Ja, und das ist dann diese Spur hier. Wenn man sich die genau anguckt, ist die nicht richtig sauber gespielt. Aber wenn man das hört, ne, man kann das ja mal groß machen, dann sieht man, dass die Noten hier nicht alle gleich sind, so, ne, wie das eigentlich so sein sollte. So, jetzt habe ich hier. Das hört sich, das sieht ganz gut aus hier und das. Die ersten beiden hier. Also die ersten 1, 2, 3, 4 Takte. Die hören sich ganz gut an. Mal gucken. Mal am Anfang gehen. Mal horchen. So sollte das eigentlich sauber sein. Ja, und wenn ich das jetzt folgendermaßen mache, ich kann die jetzt richtig sauber editieren, ich mach das mal, dass der Basslauf hier, ne, wo die ganzen Fehler drin sind, hier sieht man, da immer die ganzen Fehler drin, ist nicht so, das Ding an mir muss immer wiederholt sein eigentlich. Also sind so, hat hier was reingeschlichen, da kann ich jetzt folgendes machen, das hier, das sind ja die Noten hier. Der Basslauf. Ja? Die kann ich jetzt durchstellen, wie ich das will. Ich mache das Ding einmal größer, dass ich nur die erste Spur hier sehe. Ne? Die ersten Takte hier. So. Noch ein größer, mal gucken, ob das geht. Ja, da sieht man das hier. Na, die beiden bis hierhin, das sind vier Takte. Das hier, bum 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 bum. Da könnte man das jetzt richtig schön auch malen so. Ne? Angehört hat sich das ja ganz gut. Da könnte man zum Beispiel sagen, der hier, der ist zum Beispiel zu lang oder der ist zu kurz. Aber ich würde sagen, wir machen den mal länger. Wir machen den mal bis dahin. Ne? Dann machen wir den auch bis dahin.
die gleiche Länge haben und auch den machen wir gleich lang hier. Zack. Ne? Und dann müssten wir das jetzt nochmal dasselbe machen hier. So was jetzt hier gespielt ist. Könnten wir dann theoretisch. Ich mache das mal so. Auf den 16. setze ich das da, auf den 16. so. Dass das hier gleich ist. So. Na, dann müsste das normalerweise dann immer wiederholen. Das wäre schön. Ne? So. Das heißt also, ich müsste das jetzt wieder hier setzen, dass das gleich ist mit dem hier. Das hieße also, die länger machen. Die länger machen. Na, also ich editiere jetzt den Sound. Ne? Und ich kann Fehler korrigieren, kann was raus und rein machen oder so, wie ich das will. Ne? So, das wäre der hier. Und so, dann geht der noch bis zu dem hier. Ne? So, dann ist der genauso lang wie der. Darum geht das jetzt alles das gleiche ist. Ne? Der hier muss jetzt genauso lang sein wie der hier. So. Und dann haben wir den da hier. Dann haben wir schon die ersten vier Takte, hätten wir dann schon mal richtig schön sauber gespielt. So. Und am nächsten müssten wir wieder mit dem machen hier, wenn wir das jetzt weiter spinnen würden. Dann heißt es also im Grunde, die hier müssten jetzt genauso gesetzt werden wieder wie die hier. Wie die ersten, ja, ne? So. Das heißt also, ich setze den ersten mal jetzt. Da müssen wir mal ein bisschen kleiner machen, dass man auch gucken kann. So. So ist der Anfang, ne? Erster Chord. Hier nochmal. Jetzt muss man das genau, was wir hier gemacht haben, wieder gleich machen. Das heißt also, die werden jetzt wieder lang gemacht bis den letzten 16. Den lassen wir offen. So, den nächsten Akkord haben wir dann 1, 2, 3 16. davor. Der ist richtig. 3, ne? Der ist ein bisschen zu lang. So, zack. Zack und zack. Dann, dass die wieder gleich sind. So ist das schon mal cool. Ne? 1, 2, 1, 2. Das passt, das passt, das passt. Dann haben wir diese beiden, haben wir schon wieder deckungsgleich. Jetzt muss ich die wieder dahin packen. Ne? Da kann man die ganzen nämlich jetzt durchgehen. Das heißt also, E-Moll und E-Moll muss gleich sein. Ne? Die Länge, jetzt haben wir da überall ein 16. So, da haben wir ein 16. zutun, 16. 16. Da kann man variieren, wie man will. Ne? Dann gucken wir jetzt, den haben wir ja gerade gemacht. Den müssen wir jetzt haben hier, auch 16. Bisschen zu kurz. Na, also das ist ja eigentlich im Grunde, wenn man das ein bisschen versteht, also das bisschen, was ich jetzt schon verstehe, finde ich da obercool, dass man wirklich jeden Ton einzeln setzen kann. So, ne? Und dann so wie man das will. Auch mit der Anschlagstärke und also faszinierend. Ne? Das heißt also im Grunde, die habe ich jetzt wieder fertig. Jetzt muss ich wieder den H-Moll machen. Ja, das ist der erste wieder hier alles auf 16, ein 16 mehr. Da hat sogar 32 dabei. Zack, so. Ja. Das ist der hier, da hatten wir 3 gehabt immer. Da müssen wir ein 16 zurück. So, also das sieht das schon ganz gesund aus. Wieder auch. So, jetzt sind wir gleich durch. Ne? Da habe ich mir den Bass jetzt gleich richtig cool gemacht. Ne? Das heißt also, hier H-Moll habe ich jetzt gemacht. Ne? Und jetzt mache ich wieder E-Moll. Dann muss ich mal gucken, wie das da vorne aussah. Dass das immer deckungsgleich ist. Ne? Das E-Moll. Und dieses, ne, das passt nicht so zusammen, jetzt sieht man hier Fehler drin. Ne? Ne, da heißt also hier, dieses muss ich genauso machen nach da hin. Das ist auch. Das heißt also den hier wieder ein bisschen zurück.
das auch ein 16-Viertel genau ist. Den, den. Ja, dann machen wir den nächsten Akkord. Das ist ja auch wieder E-Moll, aber man sieht, dass er ganz anders ist. Ne? Der muss jetzt also viel länger. Bis dort haben wir ein 16. vor dem letzten Takt. So, ein 16. und die anderen auch. Zack. Und zack. So. Ja, dann haben wir den auch wieder sauber. Ich bin gleich fertig. Gleich sind wir durch. So, das ist der letzte. Na, sieht man das? Das passt auch nicht, der Akkord hier. Da habe ich auch ein Fett verrissen, wenn man so spielt, ne? Ja, da habe ich nicht so richtig gespielt, aber ich kann das so setzen, dass das richtig alles wieder in Ordnung kommt. Das heißt also, ich muss mir diesen Akkord angucken, wie ich den hier gestrickt habe, und den will ich genau sagen. Der ist zum Beispiel zu früh auch angefangen hier, ne? Dann setze ich auch weg, dass der da gar nicht anfängt, sondern ein 16. wegmacht. So. Und hier muss der auch ein bisschen weiter rüber. Da war ich schon in den vorderen Takt drin. Und den machen wir jetzt auf 16. haben wir da. Ne? So, der hier. Dann käme der nächste. Den habe ich fast gar nicht getroffen hier. Den tue ich mal ganz löschen. Zack, zack. Den schreibe ich jetzt nochmal neu. Das heißt im Grunde hier, wo war der jetzt hier? Der erste ist ein D. Ne? Wo fängt der an? 1, 2, da fängt er an. D. Das ist ein D. Er braucht einen Stift. D. Dann geht er bis 1/16 davor. So, das ist derselbe wie der hier. Ne? So. Ja, dann ist diese Reihe schon mal fertig hier. Außer der obere hier, den muss ich nur noch nehmen. Ja, der sollte hier noch ein bisschen länger sein. Auch ein 16. genau. So, da habe ich halt fast gleich alles durch. Jetzt kommt der nächste hier. Das ist jetzt der hier. Das ist auch total versetzt. Da muss ich hier den unteren. Muss ich bis 3 vorher machen, ne? Das heißt also viel länger. So, 3 16. davor, dann der hier, 3 16. habe und dann muss noch ein bisschen. So, jetzt haben wir noch einen Basslauf, das ist der letzte. Der hier und der, ne? Da muss gesetzt. Guck mal, sieht man auch, ist auch falsch gespielt, ne? Alles. So, dann gucke ich mir die beiden jetzt nochmal an. Ne, da habe ich die. Dieses muss gleichsam wie. Und der muss gleichsam wie der hier. Das heißt also im Grunde, den hier habe ich angesetzt da. Angesetzt habe ich richtig, aber da muss ein zurück. So, der ist auch viel zu lang. Angesetzt war der richtig und der ist auch viel zu lang hier. Da sitzt aber auch bis dahin. So. Wir müssen noch den letzten Gang machen hier. Das ist der hier. Das heißt, ich muss hier einen neuen Ton einsetzen. Und zwar ein E. Und zwar dahin. Und zwar fängt der direkt da an. Machen wir mal. Bis 1/16 davor. Ne, so. Genau, 1/16. Jetzt haben wir noch zwei Akkorde, die wir machen müssen. Da kriegen wir auch noch hin. Ja, das hat man gar nicht jetzt. Das ist nicht so in Ordnung. Ja. Den verlängern wir jetzt noch. Und zwar ist ein 1/16 davor. Zack, jetzt sind wir fertig. Den da hier. Und nun haben wir den Basslauf richtig cool gemacht. Der hat jetzt richtig sauber, ist ein richtig sauber Bass jetzt. Jetzt kann man sich das mal anhören. Das hört sich jetzt ganz anders an. Thank you.
Da kann man jeden Ton kann man selber schreiben, wa? Kein Fehler, nichts mehr drin. Da ist aber noch eine, da ist noch was falsch, das ist richtig alles. Na, da hört man, das ist schon noch richtig gut geworden, der Bass. Jetzt kann man das hier noch ansteuern, indem man hier das alles markiert und sagt hier den Takt, den will ich quantisieren noch. So, dann war aber sauber geschrieben. Aber trotz alledem, dann haben wir hier jetzt die Akkorde. Ne, die kann man auch editieren, die habe ich auch editiert. Da habe ich Akkorde gespielt und dann habe ich die Fehler habe ich dann korrigiert, wie denn was jetzt. Ne? So. Also im Grunde ist das jetzt eine runde Sache hier. Ne? Das sind im Grunde zwei Akkorde, H-Moll und E-Moll. Das hört sich dann so an. Ist doch cool, ne? Wenn man so Musik machen kann. Und wenn das jetzt so laut ist hier. Das ist zum Beispiel im Grunde laut hier. Die Spur kann man hier leider machen. Ne? Kann man dann so anpassen, dass er jetzt was da aufwendig ist. Das ist ja hier das Akkordeon. Andere Instrumente dann auch da üben kann. Das ist jetzt zum Beispiel ein H-Moll hier. Da kann man eine H-Moll-Tonleiter spielen oder H-Pentatonik oder H-Blues-Moll-Tonleiter und sowas. Ja, also da kann man in der Tonart Kadenzen machen und darauf üben. Jetzt habe ich da einen H-Moll gemacht. Da könnte man ja im Grunde ja, so viel Zeit muss eigentlich noch sein, dass ich das jetzt mal ganz kurz noch mal hier anschließe. Ja. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch? Oh, ich bin noch ganz gut in Zeit. Gibt es ja noch nichts zu buchen. Ich will so eine Stunde nicht überschreiten, aber da bin ich dann noch nicht dran. So, alte Gitarre hier. Wenn ich die Mixkonsole anmache, da ist mein Signal, ne? Aber Stereo-Signal. Dann mache ich mal schnell was anderes raus. Und zwar Eingänge. Mono. Zack. Das Stereo-Signal ist getrennt. Jetzt habe ich hier Gitarre drauf liegen. Und die Spur, die will ich jetzt haben. Das heißt also im Grunde, den hier kann ich jetzt beschriften mit Gitarre.
dass ich auch weiß, was das für eine Spur hier ist. Gitarre. Und hier werde ich jetzt als Spur hier einfügen. Ne? Gitarre hinzufügen. Zack, da habe ich doch schon wieder eine Spur für. Wo ist die Gitarre jetzt? Die ist dann jetzt da. Audio. Würde ich mal jetzt nach oben setzen. 1, 2, 3, 4. Retro, klein. Ne? Genau, also hier. Die Gitarre mache ich mal welche Farbe? Ach, ich lasse die mal einfach grau. So, ne? Das kann man ja auch gut mal lassen. So, das wäre jetzt die Gitarre. Mal gucken, ich muss ihn noch. Kommt das Signal schon? So, Audio. Hier noch und das, ne? Das wäre das, okay? Einmal an, einmal an, einmal an und einmal Audio. So habe ich meine Audiospur, kann ich das hier laufen lassen? Gitarrenspur bräuchte man ja im Grunde nicht. Man könnte vielleicht noch hier noch was mit zaubern. Na, wie gesagt, also man, dazu kann man dann immer schön irgendwie welche Instrumente spielen, wenn man sich so Loops zerstört. Ne? So, der ist ein H-Moll. Zwei Akkorde, H-Moll, E-Moll. Simpel und einfach. Jetzt machen wir nochmal mit Keyboard was. Und zwar will ich jetzt nochmal die Audiospur, haben wir jetzt gesehen. Ne? Da habe ich aber jetzt nichts aufgenommen, sondern ich nehme jetzt mal den Retrolog hier. So. Dass die Audiospur jetzt ganz unten ist, ne? Also die Gitarre. Weil ich die jetzt nicht brauche, jetzt will ich den Retrolog nochmal nehmen. Und hier nochmal kein Bass mehr spielen, sondern eine Spur aufnehmen, noch mit Synthesizer. Ich denke mal, so viel Zeit habe ich jetzt noch. Na, dann gucken wir mal, was wir jetzt machen. Das sind ja zwei Akkorde wieder. Und da kann ich jetzt hier als Hintergrund machen. Irgendwie einen coolen Synthesizer oder was, ja? Mal gucken, was man so bringen kann. Mystic Space zum Beispiel. Gucken wir mal, Mystic Space. Haben wir ihn da. Da ist Keyboard. Synthesizer Pad. Piano. Strings. Analog Cello. Wird sich das dazu anhören? Boah.
Warum rennt er nicht? Weil. Thank you.
wie gesagt, man braucht nicht unbedingt was aufnehmen, sondern man kann hier schon alleine über Retro oder über andere Maschinen. Aus einem ganz einfachen, simplen Keyboard. Besten Sound raus holen, ne? Ja, Sonntagskonzert mal machen, was haben wir denn hier noch? Anfang hier, zapp. Den Loop muss ich ausmachen, nicht dass der da wieder mir Ärger macht. Okay.
dieser Welt schon falsch gespielt, würde ich sagen. Aber auch das ist jetzt nicht das große Problem. Weil man kann das ja editieren. Ne? So, jetzt machen wir das kleiner. Na ja, hopp. Also egal. So. Na dann, ja. Na. Dann ist wieder. Na. Ach doch, nur noch mal so. Wo ist der? Ist der hier? Na. Da muss man da machen. Den machen wir genau auf den Punkt. Genau. Ne, da ist das gleich. So, da haben wir hier jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da sieht man aber auch schon hier wieder die Fehler. Oder? Kann ich mal wieder anmachen. Das ist jetzt die Spur, die ich jetzt gespielt habe. Das heißt also im Grunde, man kann sich die mal anhören. Gleich gespielt, ne? Aber ich kann die jetzt so rücken, dass die passen. Ne? Das heißt also, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Läufe, die ich jetzt habe. Ne? Ich mache das mal größer. Ne? Wenn da die Töne kriegen wir, kriegt man ja schnell hin. So, mal gucken, dass wir hier den Anfang haben. So, der Anfang ist gut. Der erste Ton war richtig cool. Der zweite hier, der ist ein bisschen zu weit aus. So. Und da ist er zu weit über den Takt hinaus. Den machen wir zurück. So. Dann haben wir den dritten. Der ist zu spät angefangen. Und hier ist er zu spät, zu weit rübergegangen. Geht schon in den anderen Takt rein. Das heißt, dieser hier ist wieder zu spät angefangen. So, da haben wir den wieder. Der hier ist zu lang. Der ist 3 Sechzehntel über den Takt. Der ist 3 Sechzehntel zu spät angefangen. Der ist 1 Sechzehntel zu lang. Der ist 1 Sechzehntel. Oh, aber der ist eine. Da ist E, ganz klar. Muss man sagen. E, was haben wir jetzt noch? Wenn wir noch irgendwie einen haben. So, E, da ist ein ganz kleiner Tacken zu lang, also ist eigentlich schon irrelevant. So, aber hier, da sieht man schon mal hier, dass ich wieder Fehler gemacht habe. Ne? Da wollen wir jetzt mal ausmerzen, das heißt also der obere, den brauche ich gar nicht. Ne? Den hier. Gut, wie gesagt. Der hier, der ist lang. Der macht ein bisschen auf Taktanfang da und der ist zu kurz. Und der ist hier zu weit drüber und dann ziehe ich wieder rein. Zack. Und jetzt nehmen wir den hier auch zur Brust. Das heißt, 3 Sechzehntel zurück und der ist, glaube ich, noch ein bisschen zu kurz. Ne? Da müsste eigentlich jetzt durch sein. Genau, dann sind wir durch. So, dann haben wir den da auch noch. Schon habe ich dann eigentlich optimiert. Ne? Wenn man das jetzt klein macht, dann sieht man, wie die Spur richtig cool angelegt, ganz sauber, jeder 16. Takt und die Fehler sind raus. Ja, und das hört sich dann folgendermaßen an, ich mache die mal deckungsgleich hier, das und das hier. Der mal ein bisschen größer. So, dann die deckungsgleiche. Ne? Das hört sich jetzt folgendermaßen an, das hört sich richtig klasse an. Ah.
Dinge mache ich noch wieder als Loop oder habe ich wieder was Cooles dazu gebaut. Ja, mach den Loop an hier, zack. Da habe ich hier eine richtig schön vier Spuren. 1, 2, 3, 4. Und wenn ich die alle zusammen anspiele, mache ich die so an. Sound, dann kann man da machen.
Speichern, so. Ist das Ding gespeichert, ne? So, würde ich sagen. Amor. Ciao, ciao. Bis zum nächsten. Ja, was wird mir schon einfallen? Ne? Ciao, ciao.